Kreativität hat in erster Regel zu tun mit Wissen, mit Vermögen. Also man muss erstmal was lernen, dass man was kann, um überhaupt kreativ werden zu können. Und man muss was wissen. Und wenn dann noch ein bisschen Bewusstsein dazu kommt, dann könnte Kreativität entstehen daraus. Was ist Ihr Erfolgsrezept? Naja, also erstmal die Kreativität, die wir gerade hatten, und natürlich Authentizität. Als Künstler, klar, muss man authentisch sein. Immer authentisch. Ich mache ja auch keine Konzepte, wenn ich Vorträge mache oder irgendwas, überhaupt nicht, weil das wird mich schon stören, meine Authentizität. Ich gucke mir die Leute an und höre, was sie sagen und reagiere darauf oder erzähle irgendwas. Und wenn man schon älter ist, hat man ja auch viel zu erzählen, man hat ja viel erlebt. Es gibt natürlich Menschen, die haben nichts erlebt, aber bei mir ist das genau andersrum. Oh, schon wieder 3 Uhr, wo ist die Kreidnuhr? Da, schreibe an die Tafel wie der Lehrstuhl. Schon wieder 4 Uhr, wie nur, was ist der Endreim? Nur real, ich bin der Senpai. Siehst du, so läuft der Text, schreib. Ändern? Nee, naja. Vielleicht hier und da noch so ein Klecks weiß. Leinwand und aktiv. Würde ich kopieren, ja dann wär ich wohl hier. Im Deutschrap der Wolfgang Beltracke. Aktivist ist, wer aktiv ist, also mach ich das oder sag auch das oder mein auch das. Interessiert echt nicht, was du davon dann hältst, Digga. Einige feiern und manche empört. Ich hab halt Eier, zu letzteren weghören. Sternzeichen Steinbock, robust über alle. Na, ich kann dich sonst auch gern weghören. Sie hören weg dann, wenn ihnen was nicht passt, aber es wichtig wär. Wie soll das klappen? Sie haben ne große Klappe und sie reden von Moral. Doch anscheinend fehlt Moral zu ner Debatte. Ach Klappe, Schwurber, Nazi, ESO, Corona-Leugner, Querdenker, rechts, AfD. Oh, was für ne Attacke. Sowas brauch ich nicht mal mehr kontern. Wir müssen Stereotype endlich überwinden. Denn gelinde gesagt, kurzen Bonbon, reicht dir selbst ins Knie geficke, so von Witten bis nach London. Ja, ich steh auf Titten, bin ein Cis-Mann. Ich bin Profi im Mansplain. Lächerlich, no need to explain. Frau gegen Mann, rechts gegen links, schwarz gegen weiß, Nord gegen Süd, West gegen Ost. Alles Konker und die Weit. Also lasst euch nicht teilen. Elf steht für mich und Vereine. Ich brauch dafür kein Verein. Elf provoziert und steht ein. Wir 99 die 1. Wir 99 die 1. Wir 99 die 1. Wow, jetzt wird's aber auch mal Zeit. Oh, schon wieder 6 Uhr. Wo ist die Kreidnuhr? Da, schreibe an die Tafel wie der Lehrstuhl. Schon wieder 7 Uhr. Wie nur, was ist der Endreim? Nur real, ich bin der Senpai. Siehst du, so läuft der Text, schreib. Ändern? Nee, naja. Also Erfolg, man muss was können. Wisst ihr, was ich meine, ne? 11 ist die Zahl und sie bleibt es. Sonst bleibt man Blender. One Love. Lasst euch nicht teilen, vereinigt euch. Ciao, ciao.